Hallo und willkommen zurück hier zu Grid. Wie in der vorletzten Folge versprochen oder angesprochen, nehmen wir uns jetzt einfach mal die Tuner-Klasse vor. Auch wenn wir jetzt gerade aktuell hier Stockcar, obwohl können wir hergehen, machen wir doch schnell, dann nehmen wir einfach hier Team. Bam, bam, bam. Machen wir den Tuner 10. Ich glaube, mit denen 30% sind wir ganz gut gefahren. Gibt es jetzt einen mit 30? Sind die alle 40, 20? Tuner 30. Ja, nehmen wir den, oder? Würde ich sagen. Ein Kapz. Ja. Zigri, nehmen wir doch einen Zigri. 50.000, ist doch ein bisschen viel. Was haben die anderen jetzt kostet? Ja, gut, 49. Aber schon teuer, ne? Ach, nehmen wir den hier, einen Kurt. Verteidigung schlechter, Loyalität schlechter. Der kommt uns ja eh nicht in Nähe. So. Und Karriere. Tuner haben wir gesagt. Dann können wir uns da schnell ein Auto kaufen. Der hier hat viel Leistung. Und der hier. Wobei der eigentlich leicht ist. Ja, nehmen wir doch. Nehmen wir Der ist am teuersten, hat aber ja, Gewicht auch wenig. Also mit dem bin ich schon mal gefahren. Jetzt mehr Gewicht ist eigentlich schlecht, ne? Nehmen wir den. Wir haben doch die Kohle. Dann gehen wir da schnell in Lackierung. Das kann ich ja überspringen. Tuner hier. Wir haben eine Großstadt genommen. Und haben. Was haben wir als Hauptfarbe? Ach genau. Halt, 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 halt. Hier ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel dieses Blau doch ein bisschen so wie das Grün von dem einen so metallic rüberkommt. Ist hier nicht ganz der Fall bei dem, aber gerade die Farbe hier, der Bereich, der sieht doch so ähnlich aus. Die können wir ja weiß lassen. Sehen ganz gut aus. Jetzt würde ich hier nur statt dem Grün nehmen wir halt ein. Nehmen wir so irgendwie. Oder nehmen wir andere Farbe, nehmen wir Grau. Dann machen wir es auch einfach weiß, fertig. Weiß-blau passt. So, also gut, dann starten wir mit Tuner durch. Nehmen unser Auto und es geht los in San Francisco. Mit dem kurzen Kurs, Abend und Regen. Bei Regen liegt uns ja anscheinend besser wie, wie hat sie geheißen? Okutama, glaube ich. Die, ja, lassen wir das. Da waren wir ja nicht ganz so gut. Ich glaube, das würde ich vielleicht nochmal wiederholen. Hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Wie bei allen Straßenkursen gefällt mir hier vor allem dieser gewaltige Sound. Der Motorenlärm wird von den Gebäuden zurückgeworfen und man hört ihn noch meilenweit. Das ist einmalig. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Also machen wir Krach. Tut mir leid, die Rennleitung ist bereit für den Start. Okay, es wird heute nicht mehr trocken werden. Bleib konzentriert. So, da schlängeln wir uns zur Klemme vorbei. Wobei ich schon wieder so intelligent war und habe das Lenkrad auf 900 Grad eingestellt, aber
Das lässt jetzt beeindruckend auch ganz gut fahren. So. Sind ja schon auf 5 vorne. Ah, die Kurve wird er übersehen hier. Aber das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, Regen. Das Einzige, was mir ein bisschen besser gefallen hätte, wäre jetzt gerade hier während der Fahrt, wenn die Regentropfen nicht einfach nur verschwinden würden, sondern wenn sie halt nach außen oder nach hinten, nach oben blasen würden. Das würde mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Aber ansonsten ist es schon ganz cool gemacht. Die Räder von den Autos glänzen zum Beispiel anders. So. Ey Kurt, was ist denn bei dir los? Der ist ja auf 16. Ich geb's weiter. Okay, angreifen bestätigt. Okay, es ruckelt. Warum? Hab doch gar nichts im Hintergrund laufen. Das sind immer wieder mal so. Ja. So kleine Phasen drin, wo es ruckelt, das Spiel. Du hast die Hälfte des Rennens. Was denn, vielleicht, ja, wird irgendwann nochmal ein Update kommen, denke ich. Was mich verwundert ist, dass die Tuner. Kann jetzt auch sein, weil das Lenkrad ein bisschen anders eingestellt ist, halb mit die 900 Grad, aber. Habe jetzt eigentlich erwartet, dass die. Ja, brutal hecklastig sind irgendwie, weil. Ich glaube beim 1 oder so, da war es ja dann mit den Drift-Events oder bei den anderen Grid-Teile. 1 und 2 glaube ich waren die Drift-Events noch drin. Da war halt das dann glaube ich, boah, schon so ewig her. Aber das war glaube ich dann der Tuner-Bereich, also immer Punkte sammeln, indem man dann die Drifts macht. Letzte Runde, bleib bis zum Ende in Führung. Das ist hier glaube ich ja nicht mit dabei, da kriegt man die Punkte oder Erfahrungen. Kann man wenigstens sammeln, aber so ein reines Driftrennen, wo man jetzt einfach nur querfahren muss, gibt es glaube ich nicht mehr. Ist aktuell ein wenig out, glaube ich. So. Auf jeden Fall war das Auto, glaube ich, doch kein Fehlkauf. Ist ja schon ziemlich ein Kultauto im Prinzip und lässt sie ganz gut fahren, also haben ja so ziemlich sauber durchgefahren, ohne irgendwo groß anzuengen. Okay, da haben wir es dann, erster Platz, das passt. Der Kurt ist auf Platz 12 gekommen. Okay, dann machen wir mal weiter. Oh, knapp. Da fahren wir halt gleich Nummer 1. Shanghai. Ah, das Lenkrad wollte ich umstellen. Das mache ich jetzt, bevor wir das Rennen starten. Zwielicht. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Zwielicht. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts so, ich unterbreche jetzt einfach die Kristen mal kurz und stelle mein Lenkrad schnell um. Und dann sehen wir uns ja gleich. Also bleiben Sie dran. Ich glaube, die Fahrzeugeinstellung, die können wir theoretisch lassen. Ja, das war, glaube ich, ganz gut, so wie wir es gehabt haben. Okay, würde ich sagen, dann stoppen wir halt einfach. So, da sind wir hier. Platz 16 und los geht's. Okay, mach schön Druck. Na, genau, einen Teamkollegen okay, stellen wir auch gleich mal hoch. Ich versuch's weiterzugeben. Er versucht es. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Oh, warum? Oh, ist doch möglich.
Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Boah, ich würde ein Gedränge okay. Hier. Es wird angegriffen. Ah, da boxen wir uns durch. Ich glaube, das mit dem leichteren Auto war schon eine ganz gute Entscheidung. Das merkt man tatsächlich aber im Fahren ein bisschen. Gerade jetzt im Vergleich zu Stock, also zum Muscle Car, schiebt es jetzt nicht so, den Datsun ist es, schiebt es jetzt nicht so aus der Kurve raus. Also das haben schon so gemacht, dass man also einen Unterschied merkt auf jeden Fall. Schwung mit. Ah, die Tastenbelegung von der Lichthube oder so, wollte ich nochmal gucken. Ne? Komm, helfen wir unserem Teamkollegen. Weniger bremsen können, ein bisschen mehr reinschlittern in die Kurve, sollte möglich sein. Ja, das war vielleicht ein wenig viel. Ich glaube am Kurvenausgang, das Schlittern verlieren wir eher am Kurvenausgang. Ja, so ist es besser gewesen. Das muss man rausfinden, irgendwie nicht zu sehr reinschlittern, sonst verliert man wieder zu viel Geschwindigkeit, aber ein bisschen ist schon ganz in Ordnung. Das war ein wenig zu viel. Das war zu wenig. Aber man sieht, wenn man die Event, ich nenne es jetzt mal Klassen, was denn jetzt? So, jetzt hat sich ihr Grid anscheinend aufgehängt oder einen Fehler gebracht. Interessant. Dann gehen wir einfach mal auf Fortsetzen. Genau, in Shanghai waren wir. Da müssen wir halt schon ein um den Anfang. Jetzt wo wir auf Platz 1 sind. Was wollt ihr denn sagen? Genau, wenn man die verschiedenen Events, als jetzt Touring Car, Stock, Tuner, wenn man die anfängt, dann ist die Schwierigkeit am Anfang noch niedrig. Und je höher das man kommt, merkt man dann, wird es ein wenig schwieriger. Deswegen würde ich jetzt hergehen und sagen, wir fahren jetzt hier noch ein, zwei Tunerrennen. Und dann machen wir schon mal die Touring Car oder die Touring Events fertig bis zum Schluss. Damit die Umstellung eben nicht immer so groß ist, weil sie die Autos doch unterschiedlich fahren lassen, zum Glück. Und schwer ist ja ein wenig langweilig. So würde ich es jetzt dann weitermachen. Einfach von oben nach unten durchspielen. Hoffentlich gewinnen. War ja nicht ganz so einfach. Was ist nicht ganz so einfach? Wir haben ja nicht gewonnen. Aber Teamkollegen hochsteigen. Boah! Ich geb's weiter. Angreifen scheint gerade. Auf jeden Fall, so machen wir es jetzt dann in Zukunft. Oder so machen wir jetzt dann beide. So. Die verspannen einem hier richtig den Weg, also selbst wenn man ein wenig aufpassen möchte, es klappt gar nicht, dass man die anderen nicht irgendwie berührt. Das Eck im letzten Moment gesehen, ich glaube, das hat ein bisschen Aua gemacht. Komm. Gerade einen Teamkollegen überholt. Der schubst uns sogar noch an. Sehr nett. So.
So, Mission vorbei. Platz 3. Gute erste Runde. Mach weiter Druck. Passt schon. Der verliert auch gleich seine Stoßstange. So. Hätten wir vielleicht einen Gang runterschalten können, ja. Da bleiben wir mal drauf. Und dann geht's wieder in den Tunnel. Ja, was ich jetzt noch gelesen habe über das Spiel, dass viele sich hier über die Grafik beschweren. Gut, wie soll ich sagen? Ja. Also ich persönlich bin es mit der Grafik, wie es jetzt aktuell ist, das Spiel, finde die Grafik schon in Ordnung. Also klar gibt es Spiele, wenn jetzt ihr Forza Horizon anschaut oder so. Gut, die legen halt nur eine Schippe drauf im Prinzip. Aber ich glaube, mit der Grafik von Brit kann man soweit schon ganz gut leben. Also ist meine Meinung. Ja, wo soll es denn dann irgendwann noch hingehen? Das ist kein Vergleich nicht zu. Wenn ich jetzt daran denke, was wie früher die Spiele ausgesehen haben. Wobei es gab auch Ausnahmen, zum Beispiel ist ja. Ja, es ist ein ganz anderes Genre am Spiel, aber Freelancer. Das war ja damals wirklich schon wuchtig, Grafik, und die kann man heute meiner Meinung nach immer noch genauso anschauen, das Spiel. Bisschen eckig und kantig ist teilweise, aber ansonsten. Aber hier, wie gesagt, also ich bin zufrieden mit der Grafik. Oder kann damit leben. Finde jetzt nicht schlimm. Also für mich wäre es kein Punkt, wo jetzt groß bemängeln wird. So. Haben wir das absolviert und mit lauter Gelaber habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, wo unser Teamkollege ist. Level 20 schon erreicht. Gibt es eine Grenze von den Level, dass man sagt, okay, 99, das haben wir hier, Profi, Fahrer, Errungenschaftsfortschritt kriegt. So. Lauter Klassiker, die von den Fahrern. Okay. Und wenn wir gerade beim Thema sind, mit einfach. Egal. Modfest, das sind jetzt auch 2 Runden. Dann machen wir lieber mal das Time Attack hier. Das ist eine Runde, weil sonst wird das Video ein bisschen arg lang. So, machen wir das Zeitrennen. In Zhejiang, glaube ich, wird das ausgesprochen. 3,2 Kilometer, 3 Runden. Am Nachmittag sonnig. Sollten wir hinkriegen. Die Grid World Series ist hier in Zhejiang. Womit müssen unsere Fahrer heute rechnen? Die Strecke ist nicht gut, aber technisch so. Okay. Oh. Jetzt haben wir die Christen wieder unterbrochen. Ich sehe es gerade, Ideallinienpunkte gibt es irgendwie. Muss mal gucken, ob das sich auswirkt auf die Punkte, die man dann zum Schluss kriegt, wenn ein Level aufstieg. Normalerweise schon, oder? Wir könnten einfach mal, wenn wir jetzt dann eh. Also, ich gehe davon aus, dass wir jetzt eh. Auf Platz 1 kommen. Dann kann man einfach mal eine Runde lang hinterher fahren. Weil die fahren ja normal immer alle Ideallinie. Dann müsste es ja Punkte hageln ohne Ende normal. Dann kriegt ihr, man sieht ja aber auch keinen aktuellen Punktestand.
wäre, glaube ich, auch ganz cool. Einfach oben neben dem Spiegel oder unterhalb vom Spiegel. Wenn wir den Punktestand dann irgendwie anzeigen kriegen würden. Oh, komm. Da war wieder der Punkt mit Ideallinie und so weiter, ne? So. Der Kurt ist auf Platz 1. Also, jetzt nimm ich. Und jetzt sind wir auf Platz 1. Schauen wir mal, ob wir eine bessere hinten haben. Wobei 6 Sekunden Vorsprung. Ich glaube nicht, dass sie uns jetzt noch einholen. Gibt es denn mit Windschattenpunkte normal? Das zählt jetzt alles nicht mehr, Ideallinie und... Ideallinie Ultra-Kombo. So, mal gucken. Ach. Holen wir uns so die Punkte irgendwie durch Schlittern oder sonst was. Wenn da ein bisschen was passiert, dann können wir zumindest überholen und nicht nur hinterher fahren. So. Schnappen wir uns die zwei noch hier. Teamkollege. Ah, genau, dann kann man hier keine Anweisung geben. Aber sie überholen können wir üben. Dass man vielleicht in die Rennen nicht jetzt mal irgendjemand anboxen zum Überholen. Ne, man gar nicht bremsen müssen. Aber die ist verschwunden jetzt. Oh, was ist denn ein Dreh gehabt? Das ging jetzt etwas zu schnell. Also mal gucken, ob ich hier die Traktionskontrolle, wie die eingestellt habe. Wie gesagt, die Fahrhilfen sind alle auf Stufe 2, glaube ich, von 5 oder so. Können wir eigentlich umschalten und die Sofortwiederholung. Vielleicht gibt es mehr Punkte. Es war, glaube ich, bei. Es ist bei Formel 1 so gewesen, dass man dann, wenn man die Sofortwiederholung ausgeschalten hat, dass dann mehr Punkte gegeben hat. Muss ich mal ausschalten, sehen wir dann schon. Weil das verändert sich dann der Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Aber die Rückblenden, die mag ich sowieso nicht so ganz. Außer man ist Perfektionist und muss jetzt unbedingt jedes Rennen gewinnen. Wunderbar. Und schauen wir mal, gibt es jetzt Punkte? Aha, Speed, Technik, Mut. So, Level 21 und dann haben wir das so Spielbanner und so weiter gekriegt. Okay. Dann hat man das. Und ja, dann machen wir das nächste Mal. In der nächsten Folge machen wir einfach das hier und genau, dann fahren wir die 4 Runden
Und dann können wir wieder rüber switchen und machen mal die Touring Car fertig. Drei Runden sind es da. Genau, da wenn dann die Runden auch mehr sind, dann jeweils vier Runden. Da wollen wir dann noch ein neues Auto brauchen wahrscheinlich. Und dann gibt es hier den Showdown. Eine Runde, okay. Genau, und dann wissen wir nämlich auch, was hier oben, vielleicht sieht man die Maus, was hier oben dann passiert. Müsste man theoretisch hier ja einen Punkt kriegen dafür. Das sehen wir dann. Also gut, wem es gefallen hat, der kann natürlich wie immer einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da lassen. Oder gerne abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dann. Ciao.